Hallo liebe Freunde des Pedalierens. Es ist wieder soweit, ich nehme euch mit auf eine Tour. Wie heißt die Tour? Habt ihr ja bereits gesehen, steht ja vorne drauf. Also es ist der Hafenradweg, der Tag 2 für mich. Beginnend hier in Zedernick, wo es mich hinführt. Ja, weiß ich noch nicht, wie weit ich da komme. Ich stehe jetzt hier an der Schleuse Zedernick. Schleuse Zedernick, direkt hinter mir ist das Schiffermuseum. Das ist jetzt also die spektakuläre Schleuse. Mal gucken, dass ihr das auch seht, wie groß die ist. So groß ist die. Hier ist das Wasser also 1,5 Meter tiefer und fällt zu der Seite. Naja, ich würde mal sagen, wenigstens 3 Meter ab. Zedernick hat uns begrüßt und jetzt kommt mit auf die Tour. Geht rechts. Natürlich kommt er hier nicht vorbei, wenn er direkt auf der Route des Havelradweges führt. Ich bin jetzt 150 Meter davon ab, weil ich wollte einfach nach Zedernick auch reinfahren. Oh, jetzt kommt die große Überraschung. Also es gibt auch eine neuartige Schleuse, also eine neuzeitliche. Das ist denn die hier. Also hier passen sogar Boote rein. Ist da hinten auch noch mal eine schöne Brücke. Oh, die werde ich gleich noch mal fotografieren. Oh, ja, es ist schön hier. Hat sich jetzt schon gelohnt, der Umweg. Also das ist jetzt wirklich Umweg von 150 Meter zur Tour. Der Tag 1 war ungleich schlechter von den Voraussetzungen her zu heute. Heute haben wir es mal 12 Grad statt 6 Grad. Heute hat der Regen gerade aufgehört und beginnt nicht noch. Also das sind schon mal Bedingungen, die ich deutlich angenehmer empfinde. Das heißt, also ich habe zwar jetzt die Regenjacke an, so ein bisschen eher auf Vermuten, aber die Regenhose habe ich bereits schon wieder ausgezogen. Geradeaus auf Hastbrücke. Gut, und geradeaus ist jetzt diese Hastbrücke. Ach, die Erklärung hatte ich mir auch durchgelesen. Es hat irgendwas mit den Kaufleuten zu tun, die da hier nochmal sich sortiert haben, bevor sie dann weitergefahren sind. Irgendwie sowas. Und die Hastbrücke ist jetzt diese Holzbrücke, wenn ich sie richtig mitgekriegt habe, und nicht die Klappbrücke, über die ich jetzt fahre. Da drüben bin ich vorhin lang gekommen. Links auf Fahrradweg. Links auf Fahrradweg. Wo ist denn hier links ein Fahrradweg? Hier ist gar nichts. Treppen sind da. Links auf Treppen. Okay. Das ist das Stiftskloster Zedernick. Sieht aber doch geschlossen aus. Wir überqueren gleich die schnelle Havel. Das ist dann auch das letzte Mal bis Oranienburg, dass wir die Havel als solches sehen. Also wenn, dann würde es mich jetzt erstaunen. Unsere Wege führen uns jetzt entlang von Kanälen, die auch für die Schiffbarmachung deutlich mehr Wasser führen als die schnelle Havel. Wenn wir der schnellen Havel mit all den Windungen folgen würden, wäre der Weg also auch nicht 30 Kilometer, sondern wahrscheinlich 40 Kilometer lang. Der Kanal, dem wir jetzt folgen, der nennt sich hier an der Stelle noch Voss-Kanal. Achso, hier so Radweg Berlin-Kopenhagen geht hier auch lang. Also werde ich hier irgendwann auch nochmal langkommen wieder. Nicht in diesem Jahr. Ach ja, übrigens, heute ist hier Reformationstag. Ich meine, gut, wir reden ja beim 31. Oktober. Sind wir ja schon so sehr amerikanisiert, dass wir ja da bloß noch von Halloween reden. Aber nein, gerade jetzt hier auch im Brandenburger Land, wir haben den Reformationstag. Ja, ich bin deswegen auch anders vorbereitet als sonst. Mein Kaffee ist am Start und wie immer natürlich. Na, seid gespannt. Jo, mein Klopapier habe ich auch nicht vergessen. Und wie ihr seht, die Rolle wird kleiner. Ja, Voss-Kanal. Mich wird wahrscheinlich auf den nächsten Kilometern so ein Weg erwarten. Er lässt sich sehr gut fahren. Aber wenn ich da auf die Streckenführung geguckt habe, er wird eben auch als Kanal recht gerade so weiterlaufen.
Bei Grevelin und Postkanal steht dran. Oranienburg jetzt hier 29 Kilometer ausgeschildert. Vorhin stand 21 dran. Das war aber aus meiner Sicht so falsch. Jo. Es geht weiter. Mal das früh die Fische so gut beißen, aber naja, vielleicht ist ja der hier auch gerade erst schlafen gegangen. Wer weiß, vielleicht ist er wirklich schlafen gegangen. Die Schleuse Bischofswerda wird in Selbstbedienung betrieben. Jo. Brauche ich nicht. Der Havelradweg führt also genau da lang, wo ich auch meine Routing lang habe. Oh, hier fällt gerade ein Boot raus. Auch witzig, nicht Urlaub in der Normandie, sondern auf der Normandie. Liebenwall, die breite Straße. Also alles ist ausgeschildert. Ich muss jetzt hier links rum in Richtung Bernöwi. Und das ein kleines Stück auf der B167. Wieder mal 20 Minuten, die an einer Stelle rumstehe. Ganz einfach deshalb, weil die Kamera plötzlich spinnt. GoPro 7, Black Hero. Jo. Aus meiner anderen Kamera jetzt die SD-Karte rausgenommen habe und damit weiterfilme. Weiter geht's, Kette rechts. Übrigens, ich weiß nicht, ob ihr die Unterschiede gemerkt habt. Also im Teil 1, da ist die Havel eigentlich sehr seelastig. Also seelastig insofern, ich hatte nachgezählt, die Havel fließt auf den ersten 100 Kilometern Radweg durch 29 Seen. Da gibt es noch andere Seen, die auch noch mal einmünden. Also das sind über 50 Seen, die auf den ersten 100 Kilometer mit der Havel verbunden sind. Jetzt hier werde ich, je nachdem wie weit ich komme, auf den nächsten 100 Kilometer nur zwei Seen sehen, die tatsächlich mit der Havel verbunden sind. Der eine See, den ich als erstes sehe, der Lenitzsee, da fließt die Havel noch nicht mal durch, da geht nur der Fino-Kanal durch. Naja, nee, Fino heißt er ja an der Stelle nicht mehr, da heißt er ja dann wieder Oder-Havel-Kanal. Ja. Ach so, Fino-Kanal. Habe ich jetzt ganz vergessen an der Brücke zu berichten. Also der Fino-Kanal, das ist die älteste schiffbare Straße, die Wasserstraße, die von Menschenhand hier in Deutschland gebaut wurde. Es gibt ältere Kanäle. Das eine ist der Kanal de Deux Mers. Das ist der Kanal, der französische Kanal zwischen dem Atlantik und dem Mittelmeer, der so nördlich von den Pyrenäen dann lang führt. Und das andere ist der Kanal, ach, wie heißt denn der nochmal? Der ist in Großbritannien, der verbindet Edinburgh mit, da geht durch Loch Ness da durch und führt dann darüber an die, Küste auf der anderen Seite der Insel. Hallo liebe Freunde des Pedalierens. Auch für mich eine ganz ungewöhnliche Aufnahme. Ich habe mich gerade ja noch negativ über die GoPro und das Funktionieren beschwert, weil schon wieder eine Speicherkarte nicht funktioniert. Jetzt sehe ich aber, dass diese Speicherkarte auch auf der anderen Kamera nicht funktioniert. Deshalb nochmal jetzt sicherheitshalber über diese Kamera und über diesen Speicherchip begrüßende Worte an meine Freunde des Pedalierens. Zur Wegebeschaffenheit. Ich habe
bisher vielleicht 100 Meter schlechteren Weg gehabt. Und der Rest war richtig guter Weg wie hier. Wunderbar zum Radeln. Ja, okay, also an einem Kanal entlang radeln, quasi immer geradeaus. Eine Dreiviertelstunde lang. Ja, da findet eben nicht jeder immer seinen Spaß so dran. Ne? Also das kann dann natürlich irgendwann auch mal langweilig werden. Schön ist es dann eher so durch den Wald und da siehst du solche Bauten mit Fahrradständer, Pilze auf der anderen Seite. Das bringt dann mehr Spaß. Zehlenick bis Oranienburg sind auf dem Havelradweg etwa 38 Kilometer. Also auch eine Strecke, die wunderbar zu bewältigen ist für Tagestouristen. Nach Oranienburg kommen dann etwa im 4 Kilometer Abstand immer wieder noch mal andere S-Bahn-Stationen, so dass man sich seinen Weg als Tagesreise, als kleinen Ausflug sehr individuell gestalten kann. Ich hoffe, das geht genauso gut weiter. Dann kann ich die Strecke wirklich uneingeschränkt empfehlen. Würde eher darauf drängen, fahrt sie! Hier sollen gerade Wollschweine sein. Ich habe aber kein einziges Schwein gesehen. Also ich bin jetzt gerade bei Möwe. Und es geht jetzt hier ein kleines Stück über eine kaum befahrene Straße. Wenn ich mich nicht täusche, ich habe ja für meine Stadtradeln 2020 Truppe, die da mit mir in der Gruppe gefahren ist, schon eine Frühjahrstour so in Planung. Und ich glaube hier bei Möwe, Schmachtenhagen, das ist ein Teilabschnitt von dieser Strecke, die in da im Frühjahr gefahren werden soll. Ja, also Leute, jetzt könnt ihr schon mal gucken. So sieht es hier aus. Kann man gut fahren. Das ist jetzt die alte Poststraße hinter Bermöwe. Ey, also gerade der Anfang, die ersten 100 Meter, da hatte ich den Eindruck, hier ist noch nie einer lang gefahren, seitdem da Blätter runtergefallen sind. Jetzt hier sieht man ja schon ein bisschen Spuren. Kennt ihr das auch? Ihr sitzt auf dem Fahrrad und ihr seid frei. Da fällt mir bloß wieder Marius Müller Westernhagen ein. Freiheit, das ist das Einzige, was zählt. Ja. So fühle ich mich gerade. Die Kapelle runterta. Und der Papst war auch. Großes Weg, kleiner Exer. Fahrt mit auf dem Radweg. Und mein Nachbar vorne weg. Freiheit. Ist die einzige, die fehlt. Das ist jetzt die Schleuse, die Lehnenschleuse, die gerade auch schon gesagt wurde. Wir haben Oder-Havel-Kanal kurz vor den Toren von Oranienburg. Alle, die von Freiheit träumen, sollten feiern nicht versäumen, so wie heute Abend hier. Sollen tanzen auch auf Leben. Freiheit, Freiheit ist das Einzige, was zählt. So kommt jetzt, meine Süßen, komm! Ist das einzige, was zählt.
jetzt hier die Route direkt auf den Lenitzsee zuführend in Richtung Oranienburg. Das ist jetzt der Lenitzsee hier. Und hier ist eine freie Sportfläche. Oranienburg ist erreicht. Wir kommen hier hinten durch die kalte Küche. Und unser erstes markantes Gebäude ist der Wasserturm von Oranienburg. Da ist er. 400 Meter. Dann bleibt man jetzt hier direkt an dem Radweg dran. Also an für sich, wenn man jetzt von hier von Oranienburg aus dann doch anders fährt, kann man nochmal an der Gedenkstätte Sachsenhausen vorbeifahren und kann dann hier so einen Kanal fahren. Der Weg ist dann deutlich schöner als das, was ich hier gerade erlebe. Aber gut, heute bleibe ich mal hier an dem Weg. Knotenpunkt 84 erreicht. 6 Kilometer bis Birkenwerder. Oranienburg war ja nur ein ganz kurzes Intermezzo, da war ich ja schneller raus, als ich reingekommen bin. Und ja, das ist meine Richtung. Hier geht es jetzt weiter. Ich habe heute übrigens mal 2 neue Kleidungsstücke am Start. Das eine ist eine Winterhose lang. Was ich mal sagen muss, bei 12 Grad, die ist mir eindeutig zu warm. Und das andere, was ich habe, das sind angeblich wasserdichte Strümpfe. Ja, 35 Euro das Paar kostet. Da bin ich auch sehr gespannt, welche Erfahrung ich damit machen werde. Wie gut oder wie schlecht das Zeug sein wird. Also ich habe auch meine Sommerschuhe an. Insofern kommt hier noch Wasser durch. Ich bin echt gespannt. Bahnhof. Borgsdorf. Also, ach, da ist der Bahnhof. Ich wollte gerade sagen, hier sieht nichts nach Bahnhof aus. Oder was. Auf der Friedensallee gibt es weibliche Beine. Meine männlichen Radlwaden nehmen jetzt hier den Weg in Richtung Brisekrug. Brisekrug hört sich auch gut an. Gerade hatte ich so unvermittelt hier eine Steigung. Also ich musste wirklich in den kleinsten Gang runter und dann gut treteln. Und ein Glück hochfahren, nicht runterfahren, weil selbst beim Hochfahren teilweise ist mir ein bisschen das Hinterrad weggerutscht, denn beim Treten, wenn es dann auf nassen Laub da war. Hui. Ja. Schön. Jetzt bin ich in Brise. Ich folge jetzt dem Haferradweg. Ansonsten gibt es hier an der Brise so ein schöner kleiner Nebenfluss der Havel mit, ich weiß nicht, 30, 35 Kilometer Länge. Und da gibt es einen richtig schönen Brisesteig. Das wird auch Bestandteil meiner Frühjahrstour mit meinen Stadtradlern. Also Autobahn gibt es doch. Sieht zwar eher wie Landstraße aus hier irgendwie, aber egal. So, ich bin jetzt in Birkenwerder am Bahnhof. Hub Number One hat zu. Und jetzt geht es für mich hier weiter in Richtung Berliner Stadtgrenze. Hier ist wieder mal ein Teil von der Brise. Da war gerade der Brise-Streik auch schon mal zu sehen, aber das zeige ich euch dann, wenn es soweit ist. Die Kirche von Birkenwerder. Das Haus ist auch mal interessant angemalt. Da hinten steht noch so ein kleiner Adonis. Steingarten, naja, okay, nicht jedermanns Geschmack. War schick. Das ist jetzt die Brise und die Humboldtbrücke, die über diese Brise rüberführt. Hinter Birkenwerder benutzt der Haferradweg wieder mal eine Fahrradstraße. Natürlich sind hier auch noch ein paar Häuser dran, aber ist alles überschaubar. 13 Uhr. Hunger. Wir haben ja hier in Brandenburg den Reformationstag. Das ist der eine Tag, den Brandenburg mehr Urlaub hat als Berlin.
sind immer noch gefühlt 100 weniger als in Bayern oder so, aber eben den einen mehr als in Berlin, was bedeutet, dass ich hier nicht so ohne weiteres an Essen rankomme. Aber der kluge Mann baut vor. Ich habe also einen schönen Kornbatzen dabei und Käse. Und das soll dann schon mal helfen. Ach ja, Reformationstag, nur nochmal zur Erinnerung. Reformationstag ist die Bezeichnung des Tages seit etwa 450, 490 Jahren. Und neu drängt sich jetzt natürlich immer Halloween rein. Also nicht, dass ihr jetzt durcheinander kommt. Die fallen zufällig auf den gleichen Tag. Und Reformationstag, dieses Fremdwort, ja, das ist eigentlich gar nicht so fremd. Ja, dass ihr es mal wisst. Jo. Also ich versuche mich hier relativ gesund durch den Tag zu bringen. Ein Schälchen Hesen wird es auch mehr geben. Also eine Schale Heißen heißt es denn. Oder eben einfach ein Pott Kaffee. Habe ich auch wieder dabei. Und der ist noch warm. Die Kanne hält schon 20 Jahre. Und ich weiß nicht, ob man sieht, wie es dampft. Der ist also jetzt gekocht vor 8 Stunden und es dampft. Also damals gab es noch Qualitätsprodukte. In dem Sinne, Prost und ja, essen könnt ihr selber, brauche ich euch nicht zeigen. Also hier entsteht jetzt das Schillerhavel.de, das ist irgendein Wohnprojekt, villenartige Häuser, Mehrfamilienhäuser. Ich habe jetzt gerade hier eine halbe Stunde Rast gemacht und pünktlich zu 13 Uhr, wie gesagt, hier ist Feiertag, Reformationstag, pünktlich zu 13 Uhr fing man auf einem Grundstück neben mir an, mit zwei Motorsägen Bäume zu fällen. Ja, hat Spaß gemacht. Jetzt bin ich gerade einen Weg gefahren, der mich eigentlich immer weiter von der Havel auch entfernt hat. Nun gab es einen 90-Grad-Schwenk. Ich fahre parallel zur Autobahn und direkt wieder auf die Havel zu. Also was ich euch gerade als Havel verkaufe, ist natürlich wieder der Oder-Havel-Kanal. Die Havel, ja, die verläuft dann nochmal 100 Meter weiter in die Richtung und ist hier aber relativ unbedeutend. Das meiste Wasser wird über den Kanal geleitet. Hier ist die Havel sehr klein. Das Teil wird jetzt hier sogar als Havel-Altarm bezeichnet. Also das sieht von der, vom Strukturbild her in Komoot eher so aus, als ob es ein See wäre. Aber es soll Havel-Altarm sein. Entschuldigung, vor dir. Gleich rechts abbiegen. Schön weggerutscht gerade das Vorderrad. Aber ein Glück sehr schnell gelöst aus der Pedale. Der Weg ging jetzt hier wunderbar so durch den Wald. Natürlich rutschig ohne Ende durch die Blätter. Man muss dann schon vorsichtig fahren. Und das nächste, ach, hier sieht man direkt mal die Havel wieder. Oh, Naturschutzgebiet, da siehst du. Man muss wirklich sehr aufpassen. Und für mich zum Beispiel auch das nächste Spitze ja nun relativ stark. Ich muss also die Geschwindigkeit finden, in der ich noch relativ gut vorankomme, aber so wenig Spitze, dass auch was abtrocknet an der Außenhaut und nicht so viel Feuchtigkeit her bleibt, dass ich anfange zu frieren. Also zu schnell fahren heißt wirklich, dann wird es kalt. Ja, ich habe noch nicht den richtigen Mittelmaß gefunden für heute. Ja, wurde schon vor dieser Übergang wurde gewarnt. Man braucht 10 Minuten, bis man rüberkommt. Oh, drüben steht schon ein weißes Fahrrad, was ja manchmal Zeichen für Totes ist. Aber ich habe Glück, komme gut rüber. 2,5 Kilometer bis Henningsdorf. Also jetzt das große Achtung-Hinweis in Komoot. Und wie gesagt, Videos habe ich zum Havelradweg auch schon gesehen, auch von Frank fährt Fahrrad. Schöne Grüße an der Stelle. Der hier sagt, er hat hier gestanden und gestanden. Ja, wahrscheinlich die gefährlichste Stelle des gesamten Havelradwegs. Ich bin schon wieder in Henningsdorf drin. Dein nächster
Und hier ist der Blick wieder in Richtung Niederneuendorfer See. Also Berliner Stadtgrenze ist hinter mir ein Kilometer. Und ja, die Gelbjacke fährt offensichtlich auch meinen Weg. Hier liegt jetzt eine schöne Kugel, gut geformt, die ich natürlich mit der GoPro so nicht reinkriege. Und hier sind wir wieder am Königin-Luise-Weg, am Mauerradweg und ich weiß nicht, was jetzt hier alles ist, auch noch ist, aber eben auch der Radweg Berlin-Kopenhagen und der Havel-Radweg. Und hier geht's weiter. Das hier ist jetzt natürlich mal wirklich ein echter Havelarm, der jetzt so 100 Meter von dem Oder-Havel-Kanal entfernt ist. Der ist hier. Und so idyllisch kann die Havel sein. Man darf sich nur nicht stören lassen durch die Militärhubschrauber, die hier rumfliegen. Mein Weg geht da lang. Das müsste jetzt wieder der große havelländische Hauptkanal sein. An dieser Stelle muss ich jetzt nochmal meinen großen Dank an Frank Pferd Fahrrad aussprechen. In seinem Video, was er vor einem Jahr gemacht hat, hat er glaube ich einmal, könnte auch zweimal gewesen sein oder dreimal gesagt, die letzte Fähre von Klado fährt um 17.31 Uhr. Da bin ich Ihnen sehr dankbar für. Also ich weiß, ich habe jetzt noch 3 Stunden Zeit für die letzte Fähre. Jetzt wollte die Kamera wieder mal nicht einschalten, aber da drüben, das gehört jetzt schon zu Heiligensee. Das ist schon Berlin denn. Zur Geschichte. Von dem Wachturm habe ich schon in meinen Mauerweg Stellung bezogen. Jetzt ist es davon abhängig, dass ich die Aufnahmen der ersten 20 Kilometer zum Laufen kriege. Also da spare ich ja auch davon, dass ich 29 Seen am ersten Tag gesehen habe und nur 2 Seen auf dem heutigen Tour zu erwarten sind. Der Lenitzer See, der gehört nicht ganz dazu. Das ist der Niederneuendorfer See. Das ist der eine. Der andere ist der Wannsee. Ne? Eben sind wir wieder an einer Erinnerungsstele vorbeigekommen. Also, da gibt es ja dann 161 Stück insgesamt. Rundherum auf dem Mauerweg. Hier sind der Mauerweg, Radweg Berlin-Kopenhagen und der Havel-Radweg identisch. Wir sind in Berlin-Hakenfelde. Das müsste jetzt schon Tegelort sein, das was zu sehen ist. Im Hintergrund ist das Jagdhaus zu sehen. Jetzt sind wir ja wieder in Berlin. In Berlin ist kein Feiertag, da durfte es auch aufhaben. Hat es auch. Ah, der Weg fährt sich jetzt gerade wie Schmierseife. Also selbst auf der Geraden eiere ich leicht rum. Und Bremsen, das ist... Ja, möchte man eigentlich nicht. Oh, ja, ich rutsche. Mal sehen, ob die GoPro überhaupt zeigt, wie ich rutsche, aber... Achtung, Rutschgefahr bei Nässe. Naja, das ist heute der richtige Tag. Nässe und Laub. Das müsste jetzt der Alemannenkanal sein, glaube ich. Oh, Gegenverkehr. Beide Hände.
Jetzt sind wir schon in den Ausläufern von Spandau mit drin. Spandau mit 330.000 Einwohnern Tendenz wachsend, weil hier auch gebaut wird. Zeigt eben auch durch Personenanwesenheit, wie viele Personen hier leben. Der Haferradweg führt mich jetzt hier durch Straßen, durch die ich noch nie gefahren bin in Spandau. Aber naja, es sind alte Häuser. Fenster mir schön, aber jetzt fange ich wieder an zu filmen. Keine Ahnung, wie jetzt hier das Wasser heißt. Aber es ist da. Und ein neues Gebäude. Ja. Hübsch. Den Flieger hört man vielleicht noch hinter mir. In meinem Rücken liegt jetzt auch Tegel, also eure Blickrichtung. Und das ist jetzt hier ein Teil der Wasserstadt Spandau, die jetzt hier neu geschaffen wurde. Das sind teilweise alte Industriearme, eben auch bebaut worden, Wohnbebauung, teilweise auch Arme neu geschaffen worden. Also das ist jetzt wirklich eine attraktive Wohngegend hier, Mann. Da drüben im Café Havelblick, da habe ich auch schon gesessen und das ein oder andere Getränk genommen. Mit Jolly zusammen, do you remember? So, jetzt heißt es hier auch an der Wasserstadt. Also sehr schön. Folge dem Weg 450 Meter. Eins der vielen Häuser, die hier gebaut werden. Und andere Seite Hausboote. Waren jetzt auch schon einige. Das ist jetzt die Eiswerderbrücke, über die bin ich auch schon diverse Male gefahren. Aber so wie ich jetzt hier rangekommen bin, so bin ich ja noch nicht gefahren. Also, ja, macht Spaß die Strecke. Mal wieder was Neues entdeckt. Jetzt bin ich gerade durch den Brauereihof gefahren. So wie heißt es, aber Brauerei keine, weit und breit. Gerade habe ich wegen der Spree hier Scheiße gequatscht. Was aber zu sehen ist, das rote Backstein, was jetzt da ist, also nicht der Turm dahinter, wo der weiße Rauch rauskommt, sondern das rote davor, das gehört dann zur Anlage der Zitadelle hier in Spandau. Und hier geht es dann gleich in Richtung Spandauer Schleuse und da kann man die Spree sehen. Ich fahre jetzt auf Spandauer Altstadt zu. Das Brauhaus Spandau war ja oft noch schon Bestandteil meiner Begierde. Heute geht es hier gleich weiter. Abbiegen auf Berliner Art. Das sollte wirklich die Spreemündung sein. Ja, da drüben ist das Pegelhaus. Genau. So, gezeigt. Ein personeller Wahnsinn, wie immer. Aber es ist auch bald ausgestanden. Dann wird es wieder ruhiger. Ja, eigentlich dann ja bis zur Quelle hin. Ach, Quelle, bis zur Mündung hin mit ruhiger. Da wird auch gearbeitet. Eben wurde ich kurz von Kopfsteinpflaster überrascht. So 150 Meter. Aber eigentlich auch nur, weil ich geträumt habe. Eigentlich weiß ich, dass da Kopfsteinpflaster kommt. Eigentlich. Bausinn der 70er Jahre. Naja, aber gehört auch zu unserer Kultur. Jetzt ist das schon mal schöner, da hinten schon der Grunewaldturm zu sehen. Ja, im Moment sind wir mal wieder raus aus dem Häusergewimmel. Jetzt müsste hier eigentlich gleich eine richtig gute Steigung kommen, 8% oder so.
Hier bin ich noch runtergefahren. Jetzt kommt ein schöner, entspannter Abschnitt. Ach ja. Bundesstraße 2 aus Klado, aus Gato aus nach Klado rüber. Also das Ufer hat mich wieder. Für mich geht es wieder am Ufer entlang. Ach, ach, der Grunewaldturm. Mal gucken, dann gleich mal stehen bleiben. Müssen wir mal einfangen. Bleib mal hier stehen. Perfekt. 85 Kilometer bin ich jetzt gerollt. Das sehe ich gerade. Aber gefühlt deutlich über 100. Aber nachher auch wieder Problem scheint zu sein. Ich glaube, ich verliere hinten auf dem Reifen Luft. Also schon beim Losfahren hatte ich das Gefühl, das rollt schwer. Und jetzt glaube ich, es rollt noch schwerer. Ich denke mal, da reichen schleichende Platten. Wir befinden uns jetzt auf der Gutsanlage Neuklado. Das ist gut, wäre jetzt hier 300 Meter hoch. Ich muss in die Richtung zur Fähre. Ja. Meine wasserdichten Strümpfe scheinen echt wasserdicht zu sein. Natürlich werde ich zu Hause nochmal nachgucken, wie sie da aussehen. Also, mit dem Reifen, ich merke das doch jetzt immer stärker. So, der Fähranleger ist erstmal erreicht. Jetzt mal gucken, wann er fährt. Also 17.31 Uhr habe ich so im Ohr. Jetzt habe ich nachgeschaut. Also nicht 17.31 Uhr, sondern sogar 20.31 Uhr fährt die letzte Fähre. Die nächste fährt, also immer im Stundenrhythmus fahren die. Die nächste fährt, sorry, gar nicht, keine Uhr hier, um 16.31 Uhr. Ich habe also jetzt genau 40 Minuten Zeit. Und was soll ich sagen? Könnt ihr ja mal raten, wie ich mir die Zeit vertreiben werde. Jo. Jetzt haben wir es 10 nach 5, also 17.10 Uhr. Ich habe ja nur eine Dreiviertelstunde erstmal gewartet, um mit der Fähre fahren zu können. Jetzt bin ich hier rüber gefahren, habe gerade noch eine Weile korrespondiert mit Radlmaus und mit Uwe Sammler. Jetzt stehe ich hier. Eigentlich sollte es noch weitergehen bis Potsdam, eventuell noch bis Werder. Aber wie ihr seht, dunkel. Also lohnt sich nicht mehr zu fahren und zu filmen. Ich habe keine Sekunde Sonne gesehen heute. Es hat fast die ganze Zeit so einen ganz leichten Spray gegeben. Und ja, ich habe eigentlich stärker geschwitzt, als es geregnet hat. Und somit konnte ich dann auch ohne Regenjacke fahren und so ein bisschen abdampfen. Mir war nicht kalt, solange ich in Bewegung war. Wenn ich stehen geblieben bin, 12 Grad, dann ist mir am Oberkörper kalt geworden. Meine Winterhosen sind definitiv für 12 Grad nichts. Die sind viel zu warm. Viel zu warm. Also ich hätte sie am liebsten mir hochgekrempelt, aber das drückt ja dann wieder an den falschen Stellen das Blut ab. Was die was jetzt die wasserdichten Socken sagen, da bin ich noch gespannt. Das gucke ich mir zu Hause noch an. Das werde ich dann hier drunter irgendwie schreiben. Und ja, in der Kombination mit meinen Sommerradschuhen, ja, bis 5 Grad durfte es vielleicht noch gehen. Aber bei 0 Grad ist die Kombination Sommerschuhe und Wintersocken wasserdicht auch nicht die richtige Kombination. Da muss ich mir auch noch was anderes einfallen lassen. Es geht wohl nicht, ohne dass ich mir da noch mal andere Schuhe hole. Ja, egal, ihr noch gequatscht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Obwohl es nur geregnet hat.
Ich hoffe, ich kriege einen ganzen Film hin, nicht, dass mir der Anfang fehlt. Da bin ich gespannt, ob ich die Daten retten kann von der Speicherkarte, die plötzlich nicht mehr beschreibbar ist. Habe ich noch nie gemacht, muss ich mich erstmal erkundigen. Drückt mir die Daumen, dass es gelingt. Und ja, wenn nicht, hoffe ich, dass der Restfilm euch gefallen hat. Und na klar, ich freue mich über Daumen hoch. Ist aber kein Muss. Habt noch eine schöne Zeit, kommt gut durch, ohne euch anzustecken. Und habt die Kette rechts. Tschüss. Magnetized by the mic while I kick my juice. If there was a problem, you're